Und logischerweise noch nicht jetzt. Alles klar. Dann werden wir uns erstmal um Tür Nummer 1 kümmern quasi. Ja, wie sie genau hier befindet. Und zwar finden wir hier nämlich gleich auch die Crank Dead Soldier Boy Binde. Oh! Watch me cranken. Watch me grab that Ingribben. Na, und jetzt. Schieb! 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 Ja, wunderbar. Und hier natürlich die Crank Deck mal an uns nehmen. Das ist in dem Fall nicht der Leon Remix, sondern der Claire Remix. Claire Binde. Oh, watch your crank and watch your roll. Watch your crank that Claire and watch your crank that crank and rollin'. And proceeding with the game and ooh! So. Ich würde sagen, wir gehen. Wir werden erstmal sowohl Ingribben als auch die Crank los. Denn allzu lange möchte ich diesen Song dann doch nicht in meinem Inventar behalten, quasi. Ist ja doch ein bisschen zu creepy. Skype ist ein Programm, das mir gerade nicht so gut gefällt. Gebe ich ehrlich zu. Und wenn ihr übrigens euch schon halt vielleicht fragen solltet, die ganze Zeit schon, warum brichst du eigentlich die ganze Zeit die Türsequenzen ab oder was ist mit dir los? Ja, ist richtig. Also mit in der PC-Version, in der PS-Version glaube ich nicht, dass das ging. Der hatte für den Fall einfach zu wenig PS, der war verdammt schlecht, das gebe ich auch offen zu. Also in der PS-Version ging es glaube ich nicht, dass man diese Sequenzen überspringen konnte. Auf der PC-Version geht das in dem Fall schon. Deswegen werde ich das natürlich auch ohne Ende abusen. So krank. so krass bin ich einfach mal. Oh, ich habe mir auf den Lippe gebissen. So ein bisschen. Oh naja. Dann würde ich davon sterben. Aha. Ja, hier ein etwas, das anders ist als bei LNA. Perverslinge nämlich. Gab's auch bei Leon, da bin ich mir jetzt relativ sicher. Aber jetzt auch hier nochmal schön im Claire-Remix. Mister, Policeman! Hoho, der ging relativ schnell kaputt. Herrlich. An diesem Rape-Porn-Set erstmal kurz vorbei und direkt mal weiter hinter der nächsten Tür. Was erwartet uns da wohl? Useless. Get out my inventory. Get off my inventory. Leon! Claire, you made it! Yeah. Have you seen a little girl around here? Yeah, you just missed her. Who is she? I don't know. But it's too dangerous for her to stay here alone. Leon, I'll go look for her. You go and find us a way out of here. Nein? Of course. Nein. But before I forget, here's a radio. Walkie-talkies! That way we can keep in touch if something comes up. Ah, niedlich. I'll go look for her. You go and find us a way out of here. Ganz ehrlich, ich glaube, Vesh hat es auch schon erwähnt, aber ich muss es auch nochmal erwähnen. Also, mal ernsthaft. Wir sind hier in dieser Polizeistation, ja? Und, okay. Leute retten ist in Ordnung, ja? Da stehe ich sogar ein bisschen drauf. Da könnte... nee. Das war übrigens nichts Perverses. Ich wollte gerade eben sagen, da könnte Shelly dann nachher eigentlich durch, theoretisch, weil das ist ja so relativ klein und... aber sie ist nicht süß. Nein, das habe ich nicht gesagt. Wollte ich doch gar nicht behaupten. Hier hatten wir die die Handgun-Parts. Naja. Ist kalt gerade. Warum hat Leon jetzt dazu gestimmt? Ich meine, wir sind alleine in dieser Polizeistation, ja? Und ich meine, zwei Waffen sind besser als eine. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also, Skype. Warum macht man das nicht folgendermaßen? Leon und Claire rennen zusammen durch diese Polizeistation, retten, was noch zu retten ist. Denn zu zweit geht es, wie gesagt, auf jeden Fall leichter. Und dann suchen sie in dem Fall zusammen einen Ausweg. Happy Birthday! Das würde zumindest, wie ich finde, mehr Sinn machen, oder? Also zumindest könnte man dann ohne Probleme überleben. Und das ist ja normalerweise der Hauptgrund. Denn ich meine,
wenn Leon und oder Claire beide draufgehen oder einer von beiden, dann ist auch Essig mit dem Retten. Ja, also. Aber gut. Ach, das hier nach rechts, also da hinten. Ich zeig's nochmal am besten kurz. Mal kurz. Hier hinten, also dieses Bildchen, dieses Gebilde hier, müssen wir ja nachkonstruieren, mehr oder weniger. Indem wir uns mal schön hier gegen diese Sachen lehnen. Ich glaube, ich soll das Fenster down, weil ich gerade sagen, das Fenster zu machen. Cold-blooded. So, und hier haben wir die Sache, die Claire in dem Fall in der Polizeistation collected. Also hier müsst jetzt diese komischen... Was war Stones? Ja genau, hier müsst ihr Stones collecten, während Leon Buttplugs collected. Hätte eigentlich umgekehrt sein müssen, oder? Leon ist... Oh la la! Stoned und Claire benutzt die Buttplugs. Liebe Erziehungsberechtigte, Resident Evil ist kein Spiel für Kinder. So, und die Let's Plays davon auch nicht. Oh, das Arm, das Arm ab. Down? Nee. Hätte ich mir schon fast gedacht, Freundchen. Da hinten gibt es übrigens nichts für euch zum Collecten, glaube ich zumindest. Also ich habe zumindest bei... zumindest gab es bei Leon nichts. Und was für Leon nichts ist, ist in der Regel auch nichts für Claire. So, und hiermit können wir uns logischerweise die Wege verkürzen. Auf jeden Fall praktischer Fall, falls man mal einen falschen Weg gehen sollte. Und zwar den ganzen Weg hier hoch irgendwie, aus einem kleinen Grunde. Get down. Get down. Aber, na. Warte mal, dass er bisher herkommt. Und ich stimme nochmal ein zum Song von Six aus dem Album Dead for Life. Mr. Policeman. Ja, der Song geht genauso. Wenn ihr mal auf der ersten Szene-Seiten vorbeikommt und sich der Beat nicht genauso anhört, wie ich es gerade gemacht habe, dann ist es ein Fake. So. Hier haben wir, glaube ich, unser Lieblingsraum. Nee, doch noch nicht. Aber hier einen weiter. Damit werden wir natürlich den zweiten Jewel uns anschnacken. Komm rein. Ach genau, den Lieblingsraum sind wir ja schon vorbeigekommen. Oh, Chief Secretary Steinway. I accidentally moved one of the stone statues on the second floor when I leaned against it. When the chief found about it, he was furious. He swore the guy nearly bit my head off, screaming at me never to touch the statue again. If it's so important, then maybe you shouldn't have put it out in the open like that. April 7th. I heard that all the art pieces from the chief's collection are rare rare items, literally worth hundreds of thousands of dollars. I don't know which is the bigger mystery, where he finds the techy things or where he's getting the money to pay for them. May 10th, 4 Tage vor meinem Geburtstag übrigens. I wasn't surprised to see the chief come in today with yet another large picture frame in his hands. This time it was a really disturbing painting depicting a nude person being banged. Hanged! Verdammt! Das ist total unprofessionell. Also hör bitte auf. Okay. I was impaired by the expression on the chief's face as he leered at the painting. Why anyone would consider something like that to be a work of art is beyond my comprehension. Ja. Allerdings, der Typ, von dem ich gerade, also von dem Claire's innere, Sprache gerade gesprochen hat, war übrigens nicht Bruce Darnell, sondern, nee, das war ich. Haha. Der Typ, von dem sie gerade gesprochen hat, übrigens, war genau derselbe, der auch hier wegen Rape angeklagt wurde. Angeklagt? Eingeliefert wurde, genau. So wie er gerade jetzt hier irgendwie Richtung Wonderland. Nightmare Wonderland. Es sind keine kuschelig flauschigen Wolken da, sondern nichts anderes als, ja, weiß ich nicht, Volksmusik. Was richtig schlimm ist halt. Ja, aber wie gesagt, der Typ, der hier wegen Rape da hier irgendwie eingeliefert wurde, war auch in dem Fall genau derselbe, von dem hier die Sekretärin da geschrieben hat. Get down. Bitch. Down? Nein? Doch.
Genau, hier haben wir nichts. Hier müssen wir natürlich wieder das Feuer ausblasen. Und damit kennt sich ja Claire vor allem sehr, sehr gut aus. Blowjob Betty. Too Short war ein Song von ihm. War kein Statement oder so. Also alle, die jetzt irgendwie Betty heißen sollten, I don't give a damn. Scherz natürlich. Alles nur ein Spaß. Wir alle wissen... Ah! Und das ist natürlich kein Spaß. Das ist wunderbar. Das ist nämlich ein Green Herb. Und wenn mich meine Sinne nicht trügen, dann waren hier unten noch zwei andere Baby Herbs. Jupp, die auch direkt gleich die Pubertät überspringen werden und erwachsen werden. Indem wir sie natürlich blind-date-mäßig hier verkuppeln werden.